Vom heutigen Video, es wird nämlich richtig crazy krass. Was hast du denn jetzt gemacht? I am disgusted. Ja, cool. Willst du das noch? Nee, du. Das sind wir. Ich meine, guck unsere Brillen an. Wir sind das hier in Persona. Rezo hat einen ständigen Bone. Ich bin ready. Seid ihr es auch? Baum! Was zur Hölle war das denn? Hä? Ein komplett Unreimerei. Ja, Talent habe ich. Und ich habe schon wieder gespuckt. Was ist eigentlich mit mir heute? Du spuckst viel, ja. Ihr müsst wissen, wir haben unsere Allüren bekommen mittlerweile. Wir sind halt auch ziemlich cool. Und deswegen ist es auch fein, wenn wir so langsam auch mal dazu stehen einfach. Und auch mal zeigen, wie wir wahrlich sind. Genau. So ein bisschen mehr real sein, dass wir eigentlich abgehobene Arschlöcher sind. Genau, das sind wir. Ja. Wow. Ju ist wieder da. Und wir testen heute, ob Ju Green Flag... Also ich spiele mit, also eigentlich testen wir es bei uns beiden, aber bei mir ist es ja sowieso absolut klar. Deswegen machen wir heute richtig coole Challenges, um zu checken, ob ich dem Ganzen wert bin, ja, ein genau. Husband zu sein. Oder eben halt auch nicht. Leute, bevor das Video weitergeht, habe ich noch kurz eine sehr coole Neuigkeit für euch. Und zwar habt ihr es vielleicht auf meinen anderen Social Media Plattformen schon mitbekommen, aber meine Kollektion mit 6 Accessoires ist endlich draußen. Ich habe eine eigene Schmuckkollektion gemacht und ich freue mich so, so sehr, dass sie endlich draußen ist und ich sie euch endlich zeigen kann. Die Kollektion nennt sich die Beautix Collection, weil wegen mir heißt Julia Beautix. Hi. Und sie besteht super viel aus Silber mit Perlen und ich finde sie so unfassbar schön. Das absolute Highlight-Piece, Leute, sind meiner Meinung nach diese Ohrringe hier. Das sind so Hoops mit Perlen besetzt. Diese hier gehören übrigens auch zur Kollektion. Das hier sind die Ringe, die bei der Kollektion bei sind. Und ein weiteres absolutes Favorite-Piece von mir ist dieser Armreif hier. Ihr könnt ihn so ein bisschen verbiegen und damit so an eure Armgröße anpassen. So sieht der aus. Ich finde den so, so schön. Das hier sind die zwei Perlenketten, die im Set vertreten sind und die haben so eine coole Struktur. Ich bin so happy mit dieser Kollektion. Die ist zu 1000% ich. Ich liebe jedes einzelne Teil. Ihr bekommt die Kollektion bei jedem 6 Handelspartner. Zum Beispiel bei Rossmann, C&A oder Müller. Und das wird dann ungefähr so aussehen. Das ist nämlich auf den 6 Displays zu finden. Also haltet am besten nach meinem Gesicht und dieser blauen Farbe hier Ausschau. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Aber können wir bitte einmal noch kurz über diese Ohrringe reden? Ich bin einfach in love. Okay, jetzt geht's weiter mit dem Video. Erster Punkt, Green Flag or Red Flag? Ha. Sie schaut ausschließlich deine Videos. Also, nee. Nee. Sorry. Aber ist das ein Red Flag, dass es verboten ist? Weil das sagen ist wir mal, für mich ist das eine Red Flag. Das bedeutet dann, dass diese Person im besten Fall Fan, also, weißt du? Frage. Warum nehmen wir diese Sachen im Mund? Weiß ich nicht. Guckt sie erst, nachdem man irgendwie zusammengekommen ist, die Videos, oder schon vorher? Schon immer. Nur deine. Sie guckt nichts anderes. Safe, oder? Dann würde ich sagen, auch das, Red Flag. Das ist nicht so gut. Wenn sie anfangen würde zu sagen, ey, was machst du auf YouTube und du guckst das und findest das dann cool, so, dann ist was anderes. Aber fändest du es weird aber auch? Wenn, was? Ich glaube, ich finde es voll die harte Nase irgendwie. Ja. Oh, die ist ja richtig hart. Ja. Die ist krass hart. Guck mal, meine ist richtig weich. Was machen wir jetzt eigentlich schon wieder? Ich fände das auch irgendwie unangenehm, wenn er dann plötzlich anfangen würde, so alle meine Videos durchzusuchten. Würde ich auch nicht so geil finden. Ich bei dir komisch, ist was anderes. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mit der zusammenkomme oder ist meine Partnerin, sie guckt aber jetzt nur deine Videos, boah, dann definitiv Red Flag. Die Person hat blaue Haare. Boah, ganz klar. Das ist schon echt sehr schwierig. Das ist schon, ich habe auch Rezo schon echt ein paar Mal gesagt. Wieso Rezo? Steht ihm auch nicht. Aber ganz ehrlich, so bunt gefärbte Haare ist für mich wirklich komplett... Scheißegal. Scheißegal. Blau auch? Nee. Nee, blau geht nicht, blau aber geht alles nicht, andere nee. Ist eigentlich okay. Aber ich glaube, es wäre wirklich komisch. Du würdest immer denken, Rezo liegt neben genau. dir im Bett. Auch wenn es einfach lange blaue Haare sind. Ja. Einfach das Blau. Auch naturblau würde ich, glaube ich, auch die sagen, ganze Zeit nee, Rezo musst sehen. Du färben. Nee, ich würde nicht sagen, musst du färben, aber es wäre für mich... So. Die Person folgt ausschließlich Instagram-Models. Mhm. Nur Frauen. Frau, die nur Instagram-Models, männliche. Ja. Und bei dir halt andersrum. Es wäre schon weird irgendwie. Es wäre weird, definitiv wäre es weird. Ja, es wäre weird, aber ich könnte jetzt nicht sagen... Nee, weil die Sache ist, wir sind ja auch schon voll so Instagram-Models, ne? So vom Körperstruktur her. Genau, ja, auf jeden, also ich. Also ich würde sagen green. Ja, fände ich weird, aber ich würde jetzt nicht sagen... Nee, eigentlich schon. Ja. Haupteinnahmequelle OnlyFans. Ja, das ist
Das ist okay. Ja, das würde ich klar. Muss ich mitmachen? Hä, warum? Was? Ja, aber wenn, also manche sind dann ja so, dann musst du, egal. Würdest du OnlyFans machen? Stell mal vor. Wenn ich jetzt herkommen würde und sagen würde, ja, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt OnlyFans, was würdest du denken? Ich find's krass. Ich wäre erstmal überrascht. Ich wäre definitiv sehr krass überrascht, weil ich das dann bei dir irgendwie nie so gesehen habe, dass du das machen wollen würdest. Aber ich würde dich komplett supporten dabei. Komplett sogar? Also ich würde dich dabei unterstützen. Das ist schön. Also willst du auch Werbung für Fotos zu shooten. Ich würde auch Werbung machen für meinen OnlyFans. Ich würde auch Wenn Werbung. Ich sagen würde, hey Ju, es läuft gerade nicht so gut an, hast du Bock mal irgendwie in einem Video zu erwähnen, so hey Julia, safe. Macht jetzt. Safe. Wie würdest du denn Werbung machen? Wie Was ich das machen sagen? Würde? Ich würde wahrscheinlich, heute stellen wir die OnlyFans-Fotos von Julia nach. Mega strong Idee. Total strong. Die Person hat keinen Führerschein. Da habe ich letztens mit Joey im Podcast schon drüber geredet. Es kommt auf die Situation an. Ich weiß nicht, irgendwie, egal. Nee, nächste Frage. Ich will jetzt hey, was, hier die Krise voll das Fass auf. Also du wirst schon Red Flag sagen? In manchen Fällen ja, weil das manchmal, das ist zu ernst. Welche Podcast-Folge war das? 58. Was hast du denn da gesagt? Ich habe gesagt rot, weil es halt bei vielen, ich weiß nicht, wenn du keinen Führerschein hast, ist es irgendwie so, ich find's irgendwie stupid. Also nicht stupid. Guck mal, also bei manchen Menschen ist es ja so, also es ist natürlich, wenn du kein Geld hast oder so, also wenn es dir nicht leisten kannst, einen Führerschein zu machen oder wenn du Angst vorm Autofahren hast oder sowas, dann natürlich voll fein. Aber so grundsätzlich verstehe ich nicht, warum man keinen Führerschein macht, weil also, es ist doch praktisch, sinnvoll. Es kommt drauf an, ich meine, wo lebt diese Person? Braucht diese Person überhaupt da einen Führerschein, wo sie gerade lebt? Zum Beispiel, ja, ja, ist sie klar, wenn du irgendwie eingeschränkt? Ja, natürlich, unter solchen Umständen. Mann, jetzt, ey, ganz ehrlich. Mann, ich ja. verstehe, Siehst ich verstehe schon. Du, weißt, du willst meine. Auch mal herumkutschiert werden, ist ja okay. Ehrlich gesagt, ja. Ich will einfach herumkutschiert werden. Kein Bock selber zu fahren, deswegen, ne, sorry. Schläft mit Socken. Boah, wenn die Person das machen möchte, dann... Ist okay. Ja. Aber die soll mich dann nicht anfassen. Mit den Füßen. Also ist doch voll Red Flag bei dir. Ne? Socken an den Händen ist okay. Ist aber okay. Ich finde Socken an den Füßen in der Nacht schon komisch. Socken woanders? Wo? Zieht das an, was ihr wollt, wenn ihr im Bett liegt. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Hat regelmäßig Rizos Penem in der Hand. Dieses regelmäßig macht es ja so, so awkward, Alter. Ja. Ey, sorry, nichts gegen dich, Rizo. Nee, macht keinen Sinn. Nee. Aber weißt du, das wäre auch so strange. Dann kommen wir da zusammen. Ey, ich muss dir noch eine Sache beichten. So. Ich habe halt regelmäßig Rizos Penem in der Hand. Das ist halt so ein ja. Ding bei uns. Okay, cool. Will immer an deinen Füßen lutschen. Auch im nicht-sexuellen Sinn. Lutschen. Ey, Joey sagt wirklich auf Ernst immer lutschen. Ja, ja ich so, da ja. Ehrlich, ja? Ja? Ist ja weird. Ja, ich hatte kein Problem damit. Oh. Nein? Ja, es macht ja nichts. Also, wird sie nicht stören? Nee. Wenn jetzt so eine Person random, wenn du so... Was heißt random? Ist ja nicht random, oder? Aber im nicht sexuellen Sinne. Es geht ja hier um eine eventuelle... Partnerschaft. Okay, also, du hast eine Freundin, du bist gerade so am Arbeiten und plötzlich kommt sie so... Es ist schön, wenn das in Ordnung für dich ist. Ist ja fein, dann Leute. Also, ich habe jetzt kein Problem damit. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist mega nice, hier grün. Das ist nicht, ne? Aber du findest es nicht weird, wenn eine Person wirklich absolut random, so als Freizeitaktivität, weil sie es einfach schön findet, so wie dich in Arm Ich fände es schon weird, ne? Aber ich finde es halt nicht jetzt so, das wäre jetzt keine Red Flag, wo ich sage, okay, sorry, wir kommen leider nicht zusammen, weil die ganze Zeit an meinen Füßen lutschen willst. Okay. Was denkst du denn? Ich sehe da gar kein Problem. Echt nicht? Nein, warum? Wenn Wenn ich die Person doch liebe. Ich habe ganz viele andere Kategorien. Okay. Ja, ich glaube, wir machen weiter. Kann man hier schon sehen gerade, ob wir irgendwie das Potenzial haben, Wife? Also du auf jeden Fall mehr als ich, weil... Toleranter. Du siehst wesentlich toleranter als ich. Julia ist nicht beziehungsfähig an der Stelle, aber wir können ja mal gucken, wir haben noch andere Challenges auf jeden Fall. In Beziehungen sollte man ja auch immer ehrlich zueinander sein. Mhm. Und deswegen dachte ich, checken wir mal heute, wie... Geht das nicht so? Das geht auch so, ja. Ach so, ja, mein okay. Gehirn ist aber hier unten. Checken wir heute mal, wie ehrlich wir beiden doch sind. Oder nur vorgeben in manchen zu Punkten. Sein. Und dieses Gerät wird auf jeden Fall absolut wahrhaftig zeigen, wie ehrlich wir sind, würde genau. ich sagen, oder? Ich denke, das scannt dich wirklich komplett. Tut das dann weh? Nee, außer wenn du lügst. Würdest du den anderen für 1000 Euro schlagen? Ins Gesicht? Ins Gesicht? Nein. Safe. Nicht uns gegenseitig, ne? Doch. Ich würde ja, also dich du schlagen. Würdest mich schlagen und ich dich eigentlich nicht. Aber wait a second, wir reden doch über Partner. Stimmt, ich dachte gegenseitig. Boah, nein, ich würde niemals wirklich, das lügt hier. Außer die Person will das unbedingt. Und gib mir 1000 Euro. Und gib mir 1000 Euro. Aber scheiß auf die 1000 Euro, ne? Die piss ich, ne?
Das heißt, du würdest so quasi so machen, 1000 Euro, und dann so, dann hast du Angst. Weil ich will niemals jemanden schlagen ins Gesicht. Sicher? Hast du schon mal jemanden? Euro, ja, komm. Nein, komm. Wirklich nicht, nein. Hast du schon mal jemanden betrogen? Betrogen? Richtig? Betrogen? Also ja, richtig so, mit einer Affäre. Betrogen. Ja, mach du erstmal, nicht gleich. Nein. Du hast noch nie betrogen. Nein, okay, die Sache, hab ich nicht. Ich habe ja noch nie betrogen. Aber. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Meine Ehrlichkeit, nein, habe ich nicht. Ich würde es nicht betrügen nennen, was da passiert. Hast du gerade einen Crush? Warum überlegst du so lange? Was denn? Nee, warum überlegst du so lange? Weißt du es nicht? Stell mir die Frage anders. Einen realistischen Crush. Also jetzt nicht hier Bella Forge. Ja. T. Oh, hast du echt? Das Ding sagt nein. Hast du echt? Ich sag gar nichts mehr. Ich habe die Frage beantwortet und dann bin ich... Ich will wissen, wer. Na, nee, ist, was? Hä? Jetzt mach du dein Ding. Nein. Vielleicht. Das Video ist so weird. Das ist so weird. Das ist so cringe, aber das ist so witzig, dass es so cringe ist. Mhm. Für dich. Warum will ich alle... Würdest du lieber Schluss machen wollen, wenn dein Freund oder deine Freundin Kinder will? Aber in welchem Zeitraum? Also irgendwann oder passiert das ziemlich nah jetzt alles? Ja, also ihr heiratet jetzt nächstes Jahr. Wäre eine Hauptvideozeit oder? Und ein halbes Jahr später sagt so, hier, bitte, jetzt. Boah, ein halbes Jahr später, also wie lange sind wir zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr? Ein Jahr. Und dann haben wir schon geheiratet und wollen Kinder? Nee, also du musst aber fix. Ja, nee, ich frag nur gerade, weil sie möchte das ja. Und wir sind so alt, wie wir jetzt sind. Es geht um Haspelmaterial. Ja, also ein Jahr älter. Man ist ein Jahr verheiratet. Also in einem Jahr. Trägt's gar nicht. Nee, sagen wir mal so, du hast jetzt seit 4, 5 Jahren eine Beziehung und dann ist die Person und sagt, und du bist schon verheiratet mit der Person, letztes Jahr habt ihr euch geheiratet. Aber das ist so unrealistisch gerade. Sie hat einen Partner gefunden. Ja. Und dann so, sagen wir, 3 Jahre später heiratet ihr. Und seit ein Jahr zusammen. Das heißt, 4 Jahre seid ihr jetzt zusammen. Okay. Und dann sagt die Person... Ich bin jetzt gerade 4 Jahre mit meinem Partner zusammen, ein Jahr verheiratet und er sagt, hey, ich will jetzt Kinder. Wirklich? Und ich kann nicht sagen, nee, ich will noch nicht, lass mal noch warten, weil die Option ist nur Kinder kriegen oder abhauen. Yes. Boah. Das ist echt brutal. Aber ich muss dann Kinder kriegen. Oder abhauen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du nochmal erklären? Antwort! Boah, das ist ja voll scheiße. Ist auch scheiße, ja. Ist ja richtig scheiße. Meine Meinung dazu ist ganz klar. Ja, meine auch, aber die ist halt keine Option. Abhauen? Du willst wirklich abhauen? Du bist ein Monster. Ich würde abhauen. Oh mein Gott, du bist Vater. Wie schön. Wie würdest du dein Kind nennen? Julia. Wenn das ein Junge wird, Rezo. Nee, ganz ehrlich, es soll wirklich nach seinem Vater kommen, dann Julian einfach. Ob Junge oder Mädchen, das Julian heißt Julian Junior. Julian der Zweite. Wenn es ein Mädchen wird, Julian der Zweite. Würdet ihr euren Tinder-Account während einer Beziehung deaktivieren oder sogar löschen? Ja. Also nicht. Guck mal, siehst du, ja, ich würde es machen, ich würde es löschen. Ja. Würdest du machen, ne? Boah, nur vielleicht, wie würde ich LaVou machen? Was? Dann Zeit für ein Fazit. Also ich glaube, das hat uns zurückgeworfen. Ja, Julia hat es auf jeden Fall zurückgeworfen so. Dich nicht? Nee. Fazitmäßig würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall... Es kommt noch eine Runde, ne? Trotzdem schwer enttäuscht von Julias Aussagen hier in diesem Video. Ich finde es gut, dass viele Dinge aufgedeckt worden sind, die Julia jetzt gerade genannt hatte. Ich bin ehrlich gewesen. Ja, aber war es ja manchmal nicht, ne? Doch. Sonst hättet ihr nicht Nein gesagt. Stimmt, das ist schon ein vertrauenswürdiges Gerät. Richtig. Die letzte Runde. Und zwar, würdest du eher... Oh, da bin ich dann auch raus. War cool auf jeden Fall. An der Stelle vielen lieben Dank, tschüss, dass ich dabei sein durfte. Es war einfach eine Gelegenheit für mich, aber... Würdest du eher Toes zacken oder Toes gesackt bekommen? Beides gut. Ich glaube, ich würde es eher... Machen. Safe. Nee. Julia, kriegen. Kriegen, nicht ja? machen, weil... Ich glaube, ich will nicht so gern Fuß im Mund haben. Ey, ich habe so viele Toes gesackt. Ich glaube, ich bin auch mal dran, gesackt zu werden. Nee, also ich würde auch sagen, Toes gesackt bekommen. Entweder dauerhaft erregt sein oder nur sehr, sehr selten. Ey, dieses... Thomas, was? Kann man das hochladen? Ich weiß nicht. Ja, ist ja auch freudig erregt. Also du meinst eher glücklich, happy. Was machst du hier für Fragen? Sehr, sehr selten heißt nicht gar nicht. Ja.
und immer wäre wirklich auch, glaube ich, irgendwann wird das auch zu Belästigung das führen. Wird Belästigung, aber ich glaube, das ist dein Leben könntest du gar nicht mehr so leben. Ich glaube, dein Geist, dein Hirn, Körper, alles geht kaputt, glaube ich. Deswegen auf jeden Fall lieber alle 2-3 Monate. Entweder schlecht küssen oder schlecht im Bett sein wollen. Also ich küsse schlecht oder ich bin schlecht im Bett. Ja, dann schlecht küssen. Würde ich auch sagen, aber wenn du schlecht küsst, dann kommt es zu dem anderen ja meistens gar nicht, oder? Richtig. Dann kriegst du beides nicht. Das heißt, du würdest eher sagen, schlecht im Bett? Nee. Also sagst du auch schlecht küssen? Scheiße, ja. Entweder lebenslang mit einer für dich attraktiven Person im Dunkeln schnacken. Oder mit einer für dich unattraktiven Person im Hellen schnacken. Ja, safe, die attraktive Person im Dunkeln. Nur noch im Dunkeln. Nur im Hellen und du denkst die ganze Zeit, ist doch auch scheiße. Aber wenn du wenigstens weißt, ja, die Person ist attraktiv, was da gerade passiert, dann ist es doch besser als sehen und Kacke finden, oder? Nicht? Ja, doch. Ich würde es, glaube ich, auch so sehen. Aber natürlich erstmal sehr oberflächlich gedacht, so, ne? Also wenn die... warum denn oberflächlich für dich attraktive Person? Ja, dann würde ich, glaube ich, auch im Dunkeln schnacken. Ja, okay. So glaube ich, machen. Würde ich auch machen. Was, wenn wir es tagsüber dann draußen? Ja, dann wird es halt plötzlich auch dunkel. Ja, okay. Oder es ja, funktioniert einfach nicht. Dann freest du so. Dann versteinere ich so. Ja, genau. Okay, wenn ja, klar. Dann macht das natürlich Sinn, ja, liebe Freunde. Ja, ist wie wenn so ein Vampir in die Sonne geht. Ein Partner haben, der deutlich gebildeter ist. Oder deutlich ungebildeter. Finde ich beides schwierig. Deutlich meine ich extrem. Also eine Person, die so gebildet ist, dass sie dich die ganze Zeit klug scheißt und so besser-besser-Modus drauf ist. Das habe ich dir nicht gesagt. Ja, aber das möchte ich gerne wissen. Die ist entweder so Megaphysiker oder... Ja, ist doch voll nice. TikToks. Ach so, nee, oder dann TikToks auf jeden Fall, dann lieber den Megaphysiker. Ja, safe. Ich fände es wack, wenn die Person die ganze Zeit irgendwas sagt und ich nichts verstehe. Aber wenn ich irgendwas sage und die Person mich so anguckt, wie du mich gerade anguckst, dann wäre auch scheiße. Weißt du? Was? Ja, siehst du? Nee, dann bin ich lieber... Ein Adler hast du versucht einzusperren. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperren. Wie gesagt, wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur klug scheißt und die ganze Zeit der eine nur das Gefühl gibt, dass man so extremst dumm ist und so, dann fände ich das so geil, ne? Gefesselt werden oder selber fesseln? Boah, Thomas! Was sind das für Sachen? Ja, das ist ja Haspenmaterial. Vielleicht ist da stimmt. Ja irgendwer bei. Also wenn, dann selber fesseln. Bei Julia kann ich mir auch vorstellen, dass sie eher selber fesselt. Echt? Wieso? Ja, doch, die macht dann so weil Knoten ich aggressiv und sagt wirke? So, oh, Julia, aua, das tut weh. Nee, ich glaube, ich würde... Nee, ich würde eher gefesselt werden. Ja. 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 Okay. Das trifft sich ja gerade super gut, ja. Leute. Fesselworkshop machen. Fesselworkshop? Ja, es gibt Fesselworkshop, da kann man hingehen. Die können dann einen Vlog drehen. Und testet das dann aus? Ja. Die ist neuen. Mega, das Video. Das wird so voll. Wie du mich fesselst? Ja. Ich glaube nicht. Und du vlogst dabei. Aber hey, ich kann ja gar nicht, wenn ich gefesselt eine bin. Eine Hand habe ich frei. Okay. Ey, lasst ein Like da, wenn ihr es sehen wollt. Toll, war ein schönes Video. Ja. Finde ich nett. Haben wir ein Fazit? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das jetzt irgendwie, ob das jetzt irgendwie... Ich glaube, wir sind nicht heiratsfähig. Ich glaube auch nicht. Wenn das Video online kommt, bitte sag mir das nicht, ja? Leute, schreibt ihm alle eine DM, dass das Video jetzt online ist, bitte. Tschüss. Tschüss.